So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum Wonnemonat Juni. Die Legung für Juni kommt jetzt für euch natürlich ganz speziell. Ich habe euch mal hier Bauernrosen, zeige ich euch jetzt als Vorwort. Es gibt eine kleine Änderung und zwar habe ich mir jetzt überlegt, die astrologische Vorschau packe ich jetzt in ein Audio rein, was ihr natürlich auch abrufen könnt auf meinem YouTube-Kanal für euer Sternzeichen pro Monat. Als wenn ich das jetzt immer praktisch noch wieder mit in die Legung praktisch reinlegen müsste, könnt ihr das. Entweder ich verlinke euch das direkt nochmal dann für diejenigen, dass ihr das auch im Laufe des Videos oder bei der Legung wiederfinden könnt. Oder... Und ich schreibe es auch noch mal in die Infobox unten mit rein, wo ihr das finden könnt. Ich lege da einen speziellen Ordner für an, dass ihr da auch jederzeit, sag ich mal, nachschauen könnt, was eure astrologischen Angelegenheiten angeht. Ja, ich hoffe, das freut euch und ich freue mich gleich riesig auf die neue Legung für euch und begrüße euch da natürlich ganz, ganz herzlich, alle Neuen unter euch natürlich auch. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dann abonniert den Kanal, das ist für euch völlig kostenlos. Drückt den kleinen Button, sag ich mal, bei der Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn neue Videos hochgeladen werden. Zwischendurch, ab und zu mache ich auch mal einen Livestream, je nachdem. Ja, und wie gesagt, ich freue mich dann gleich auf eure Legung. Bis dann, eure Claudia. So, hallo meine lieben Stier- und Stier-Aszendenten. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Ja, wir wollen jetzt mal gucken, ich will für euch mal gucken, was im Juni bei euch los ist, was angesprochen werden soll. Ich habe ein paar Karten schon entsprechend aus den verschiedenen Orakelkarten vorgezogen. Allgemeine Übersichten für euch. Da ist auch bestimmt für jeden von euch was dabei. Das andere Ergänzende machen wir hier gleich zusammen. Denkt daran bitte, das ist eine allgemeine Legung. Das kann und wird nicht auf jeden zutreffen. Aber ich hoffe schon, dass ihr euren Part da rauszieht. Den astrologischen Ausblick habe ich ja jetzt neu in der Playlist drin. Findet ihr unten in der Infobox. Habe ich natürlich nicht vergessen, aber ich habe es momentan ein bisschen ausgesourced, sage ich mal, weil ich das immer vorweg mache und für mich, sage ich mal, das auch unabhängig vom Astrologischen her mache. So, alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich ganz herzlich. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ja, abonniert den Kanal, wenn euch das gefällt, was ich hier tue. Vergesst vor allen Dingen das kleine Glöckchen nicht, ne? Muss ich ja immer wieder sagen, dass ihr auch informiert werdet, wenn neue Videos hochgeladen werden. Und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange rum, sondern fangen wir mal an. Mal sehen, was hier alles für euch gefallen ist. Wir haben hier die Erde. Wir haben hier zwei. Einmal das Mondmännchen, das heißt Neuanfänge, also auch für euch. Das zieht sich eigentlich jetzt im Monat eigentlich durch alle Sternzeichen durch. Schaut bitte auch nochmal euren Aszendenten an, wenn ihr jetzt mit dieser Legung hier nichts anfangen könnt. Kann es durchaus sein, dass euer Aszendent da mehr zu euch spricht. Dann haben wir hier den Bewahrer des Schatzes. Das habe ich jetzt auch schon dreimal jetzt gehabt. Das ist ein Schutz von oben. Wir haben hier als Krafttier für euch den Vogel. Ich muss mal eben gucken, dass ich das ein bisschen höher mache hier. So. Von den Engeln ist gefallen einmal der Topas. Und der Engel des Glücks. Von der Akasha-Chronik sind für euch bis jetzt als einzige, sag ich mal, drei Stück gefallen. Du bist nie alleine. Du bist es wert, glücklich zu sein. Geh vorwärts. Das heißt für mich definitiv auch, dass hier etwas, ja, Neues auch für euch anfängt. Wir fangen mal mit der Erde an. Die Erde erscheint eigentlich, ja, wenn es heißt, geh in dem, was du tust, ne, mit Anstand, Dankbarkeit und Demut vor, dann ist dir das Glück an deiner Seite. Dann wird das Erfolg haben, was du tust. Das Mondmännchen, hier geht es um Mondmännchen, sag ich.
Mondmädchen natürlich. Entschuldigt bitte. Wenn ich schon mal dabei bin, ne? Neuanfänge. Bei den Mondmädchen ist das, dass hier neue Ideen kommen, dass sich bei euch bestimmte Eigenschaften herausbilden. Du kannst jetzt alles präsentieren, was vorher vielleicht auch geheim gewesen ist, was geheim gehalten wurde. Der Mond hat natürlich auch immer für mich was mit Gefühlen, mit Intuition zu tun, ne? Ich pack das mal hier, der versucht hier immer bestimmte Sachen hier. Er hat ein Gesicht erkannt, die Kamera. Stellt euch vor. Ja, das ist auf der anderen Seite auch ein Hinweis, du bist es wert, glücklich zu sein. Das heißt, du darfst hier auch deine Intuition wieder einsetzen. Du darfst deiner Intuition wieder vertrauen. Der galaktische Pilz, die göttliche Matrix. Ist auch eine witzige Karte hier, ne? Der galaktische Pilz. Was könnte man sich darunter vorstellen? Deine Träume und Wünsche werden gehört. Entwickle Vertrauen, manifestiere sie zuerst im Unsichtbaren. Erkenne das Netzwerk um dich herum. Das heißt, hier wird geschaltet und gewaltet für dich und das bedeutet auch der Bewahrer des Schatzes. Hier geht es darum, dass du von oben geschützt bist. Hier geht es jetzt nicht darum, Freundschaften oder irgendetwas zu durchleuchten, zu beenden, zu hinterfragen, sondern es so anzunehmen. Ja, überlass dem Universum einfach mal das Zepter. Drücken wir es mal so aus, um es auf den Punkt zu bringen. Wir haben hier den Vogel, das Seelenfeuer. Die Boten des Himmels senden dir lichtvolle Zeichen, die du erhalten würdest. Das kann auch, wenn ich hier an den Mond denke, in Träumen passieren. Verbinde dich mit deinen Engeln. Sie haben dir Wichtiges mitzuteilen. Also da kommen Botschaften. Da kannst du schon mal ganz fest von ausgehen. Wir haben hier den Topaz als Hilfsstein, sag ich mal, für dich jetzt nächsten Monat. Vergeben heil, das ist Zeit, die unterdrückte Wut loszulassen, die deine Gesundheit und dein Lebensglück beeinträchtigt haben bis jetzt. Denn wir haben hier auch den Engel des Glücks. Wir alle wünschen uns Glück, Zufriedenheit, Liebe. Warte nicht darauf, dass andere dich glücklich machen, sondern beginne dich selbst zu lieben, so wie du bist. Dann wirst du auch dich selbst und deine Mitmenschen glücklich machen. Der Engel hilft dir dabei, alte Enttäuschungen zu vergeben und falsche Erwartungen loszulassen, so wird das Glück stets bei dir sein. Passt für mich hier auch sehr zusammen, ne? Du bist nie alleine. Hab Vertrauen in deine Verbindung mit deinen Geistführern und der einen wahren Liebe, nämlich auch zu dir selbst, richtig? Du bist es wert, glücklich zu sein. Du verdienst es, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Leg alle deine Befürchtungen und Ängste beiseite und geh einfach deinen Weg. Guck in die Zukunft. Denn die Zukunft geht jetzt los. Wir sprechen hier von Neuanfängen, richtig? Haben wir ja hier schon. Aber ganz wichtiger Hinweis hier, wie gesagt, von der Erde, ne? Mit Anstand, mit Dankbarkeit und mit Demut. Sehr interessant, muss ich sagen. So, dann habe ich hier noch was ein bisschen für die Liebe bzw. allgemeine Informationen von den Good Advice for Modern Woman von der Nadine Breitenstein die Karten gezogen. Und da ist für dich gefallen die Victoria. Eine falsche Person in deinem Umfeld raubt dir sehr viel Kraft und Energie. Er oder sie meldet sich nur, wenn es ihr schlecht geht oder ihm schlecht geht. Dieser Kontakt tut dir nicht gut und du weißt ganz genau, dass du dich von diesem Menschen loslösen solltest. Mehr brauche ich dann nicht zu sagen für diejenigen, die es betrifft. Also hier ist, glaube ich, so ein bisschen für jeden etwas dabei. Dann haben wir hier, wechsel die Perspektive. Manchmal macht uns die Liebe auch wütend. Dann können und wollen,
wir den anderen einfach nicht verstehen. Also spring über deinen Schatten und versuche die Sache mit den Augen des anderen zu sehen. Liebe und Hass sind nicht blind, aber sie sind geblendet von dem Feuer, das sie selber mit sich tragen. Und irgendwann wirst du darüber lachen. Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter. Das sind sehr markante Botschaften hier. Dann ist hier gefallen Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Für einige von euch kommt da ein neuer oder eine neue. Interessant. Nämlich mit romantischer Liebe. Amors Pfeil hat getroffen. Also auch in Liebesdingen. Für einige von euch wird da der Blitz reinfahren, habe ich so das Gefühl. Gucken wir mal weiter, wie die weitere Legung hier für euch sich zeigt. Und zwar mit den Licht- und Schattenkarten von der Angelina Schulze. Lenormand. Liebes Universum, bitte nochmal Zusatzbotschaften. Was haben die Stiere nächsten Monat zu erwarten? Beziehungsweise vielleicht auch eine bestimmte Gruppe unter ihnen. Was möchtest du ihnen mitteilen? Drücken wir es mal so aus. Wir haben hier wieder den Mond. Den hatte ich eben schon mal. Das heißt, wenn ihr eventuell Widder im Aszendenten seid, dann schaut euch bitte die Legung nochmal an. Die hat auch mit dem Mond angefangen. So, dann haben wir hier Veränderung, die Störche. Glück. Ja, das ist also sehr, sehr schön. Das freut mich. Ups. Dass die immer runterfallen müssen, das ist furchtbar. So, dann haben wir hier etwas sehr Wichtiges für euch. Das glaube ich. Dieser Neuanfang wird wirklich, ihr werdet aber einem bestimmten Vorhaben, werdet ihr Glück haben. Es ist etwas Wichtiges, etwas Schicksalhaftes. Vielleicht auch durch die Führung von oben. Diesen Schutz, den ihr genießt. Ja. Locker sein, Leichtigkeit. Loslassen, flexibel sein. Nach den Wolken kommt auch wieder die Sonne durch. Und Kommunikation, Neugier. Eine möchte ich aber noch haben. Ich habe bei den anderen auch 7 gezogen. Bitte noch eine Zusatzbotschaft. Die Kraft und die Stärke. Genau. Sehr schön. Ja, ich ziehe jetzt die anderen gleich mit dazu. Von den Sorcery Cards. Ups. Das sollte eigentlich reichen hier. So, ich ordne das mal hier so ein bisschen zu. Da ist in der Vergangenheit wirklich einiges passiert. Also, in der Vergangenheit hattet ihr das Gefühl, sag ich mal, in einem Glasgefängnis zu sein. Das heißt, irgendetwas ist vorgefallen, was ihr die ganze Zeit auch schon mit euch rumtragt, was für euch eine, ja, Katastrophe dargestellt hat, eine Tragödie oder ein Schicksalsschlag. Vielleicht Arbeit verloren, vielleicht hat der Partner sich getrennt. Also irgendwie Unglück in, was ihr als Unglück empfunden habt, ne? Das ist ja bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Dann habt ihr, entweder habt ihr das schon gemacht oder werdet es tun, diese Ordnung in dieses Chaos wieder reinzubringen, weil wir haben hier die Veränderung in jeglicher Form. Möglichkeiten, flexibel zu sein, in Demut, hier Neuanfang, ne? Also ihr seid von oben beschützt, du bist nicht alleine, auch wenn du das Gefühl vielleicht hast, ne? Hier ist ja hier dieses Befangenheit unter Beobachtung stehen, so hatte man das Gefühl, sich schutzlos und alleine fühlen, vielleicht ist es auch jetzt noch so. Man hat das Gefühl, als wenn man in so einem Glashaus sitzt, ne?
Man ist Einschränkungen unterworfen gewesen. Das hört aber jetzt auf, weil das bedeutet auch für mich immer, ihr werdet hier wirklich Glück haben, ein kleines Glück, sag ich mal, dass irgendeine Veränderung eintritt. Und das, was jetzt dann auch passiert, ist für euch enorm wichtig, damit ihr weiter vorwärts gehen könnt. Ne? Diese Schwierigkeiten, diese Unklarheiten, die da sind, die werden jetzt rausgehen. Mit eurer Kraft und Stärke schafft ihr das. Vielleicht auch für viele wirklich mit einer neuen Liebe, aber auf jeden Fall mit Hoffnung. Streben nach Glück. Ihr wollt an dieser Situation etwas ändern. Vielleicht habt ihr euch bis jetzt auch so eine Rüstung, sag ich mal, angezogen. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Wie so ein Ritter hier, ne? Prinzipientreu und Nahbarkeit, Charakter, Stärke, ein bestimmtes Schema praktisch haben, eine gute Erziehung, einen Mann und eine Frau von Ehre, wo ihr sagt, nee, also so mache ich nicht weiter, das kommt für mich, das passt nicht in mein Lebensschema rein. Ne? Deswegen hier auch diese Erde, damit bist du jetzt im Grunde genommen, dass dein Vorhaben definitiv zum Erfolg führen wird, wenn du mit Demut, mit Anstand und mit Dankbarkeit diese Änderung herbeiführst. Diese Kraft und die Stärke hast du. Vielleicht erhältst du hier auch Hilfe von einer Autoritätenperson. Das kann ein Anwalt sein, das kann ein Richter sein, jemand Behördliches, irgendwie so, der dir dabei hilft. Das kann auch eine andere Person sein, die für dich, sag ich mal, Kraft und Stärke austritt. Aber ihr könnt es auch durchaus selber, sag ich mal, mit der eigenen Kraft sein. Hier geht es um Kommunikation, die definitiv auch stattfinden soll. Hier geht es um Neugier. Ihr habt hier mehrere Möglichkeiten, auf jeden Fall zwei Möglichkeiten. Vielleicht wird auch viel geredet, sag ich mal, wo es dann darum geht, sag ich mal, die Sachen für sich, die für einen wichtig sind, sag ich mal, herauszufiltern. Ja, irgendwann wirst du vielleicht wirklich darüber lachen und vielleicht ist es manchmal wirklich auch ganz wichtig, die Perspektive mal zu wechseln. Das ist das, was ich hier zu sehen kann. Auf jeden Fall werden hier Änderungen eintreten und das wird aber auch glücklich für dich ausgehen. Das heißt, es ist von oben so auch gewollt. Du wirst da auch viel draus lernen. Denk und glaub auch an deine Intuition, an deine Gefühle, die du hast. Die Gefühle, die im Bauchraum herrschen, sag ich mal, die sagen einem meistens auch immer die Wahrheit. Auch wenn da eventuell eine Person ist in deiner Umgebung, die dir nicht gut tut, und das weißt du eigentlich auch, ne? Brauche ich mich nicht zu wiederholen. Und dann würde ich mal sagen, dann geht es hier auch definitiv vorwärts. Wenn ihr da natürlich nochmal spezielle Fragen habt, könnt ihr gerne über meine Webseite in Legung buchen, freue ich mich. Ja, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer wahnsinnig über eure tollen Kommentare. Ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar. Wenn ihr einen Kommentar eingebt, wundert euch nicht, dass ihr das nicht so erst seht, weil ich wirklich mir jeden einzelnen erstmal angucke, weil ich leider, wir sind nun mal eben in einer Welt, sag ich mal, wo dann auch Werbung für Kanäle da gemacht werden und das möchte ich natürlich aus meinen Kommentaren raushalten. Alles andere, sobald ich sie gelesen habe, sag ich mal, gebe ich sie auch frei. Und natürlich kann ich nicht auf jeden Kommentar antworten, ist klar, aber da oftmals bedankt ihr euch ja auch einfach nur. Und das finde ich auch toll für diejenigen unter euch, die das machen. Und ja, in diesem Sinne sage ich mir, verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch natürlich hierbei ganz viel Glück und bin schon mal ganz gespannt auf eure Kommentare. Namaste, meine Lieben.